ein Einwand, der die Frau betrifft. Die Frau, der Frau wird im Islam Unrecht angefügt. Wisst ihr warum? Es gibt natürlich viele Anhaltspunkte. Aber eines davon, sie sagen, der Islam benachteiligt die Frau im Erbe. Der Islam benachteiligt die Frau im Erbe. Warum denn? Weil sie haben einen Vers gelesen, in dem Allah Ta'ala sagt, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. Allah Ta'ala empfiehlt euch in Bezug auf eure Kinder, لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Der Mann, der Junge, ihm steht das Doppelte zu von dem, was die Frau, das Mädchen bekommt. Das heißt, sie sagen denn hier, seht ihr, der Islam benachteiligt die Frau, also ist die Frau minderwertig. Warum klammert man sich an dieses eine Beispiel? Es gibt nicht nur einen Fall im Erbe. Manchmal erbt die Frau mehr als der Mann. Manchmal erbt die Frau genauso viel wie der Mann. Manchmal erbt die Frau und der Mann erbt nichts. Und manchmal erbt die Frau tatsächlich die Hälfte von dem, was der Mann erbt. Aber warum klammert man sich nur an diesen einen Fall? Und das ganz interessant ist, ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn eine Frau stirbt, sie hat einen Ehemann hinterlassen und eine Tochter. Wer erbt hier mehr? Die Tochter. Die Tochter bekommt 3/4. 3/4. Der Vater und der Ehemann bekommt nur einen Viertel. Stirbt ein Mann, hinterlässt Eltern und Kinder. Er hat Eltern und Kinder. Vater und Mutter bekommen beide ein Sechstel. Beide bekommen ein Sechstel. Und wisst ihr, was interessant ist? Und dieses Beispiel sollte man sich einprägen. Weil nicht immer, wenn es Kritiker gibt, die den Islam kritisieren, müssen wir annehmen, das sind ehrliche Menschen, die verfolgen, sie sind wirklich ganz objektiv, sie sind nur nach der Suche, nach der Wahrheit. Dieses Beispiel zeigt, dass es nicht immer so ist. Warum? Allah Ta'ala sagt, ja, in diesem Vers sagt Allah Ta'ala, und für seine Eltern, wenn er Kinder hat, ein Sechstel. Genau in diesem Vers, am Anfang dieses Verses, war die Rede von der Aussage und eure Kinder, und eure, in Bezug auf eure Kinder empfiehlt euch Allah, dass die Männer das Doppelte, die Jungs das Doppelte von dem bekommen, was die Mädchen bekommen. Das ist ein und derselbe Vers. Also warum hat man nur das eine gesehen und das andere hat man übersehen oder was ist da passiert? Tayyib. Das war jetzt das Zahnrad. Wir wollen jetzt die Brennweite etwas verringern, damit wir das Ganze sehen. Damit wir das mal als System sehen, als Komplex. Nehmen wir mal an, es ist so. Wir nehmen nicht an, es ist tatsächlich so, dass die Frau manchmal nur die Hälfte von dem bekommt, was der Mann bekommt. Aber, jetzt schauen wir uns das mal ganz an, alle Zahnräder. Ist nicht der Mann verpflichtet dazu, für den finanziellen Unterhalt seiner Frau zu sorgen? Selbst wenn die Frau unverschämt reich wäre, sie muss nicht ihr eigenes Geld ausgeben. Der Mann ist dazu verpflichtet. Das bei der Heirat. Wenn er sie heiraten will, muss er ihr die Brautgabe zahlen, nicht umgekehrt. Wenn der Mann Vater ist, dann ist er verpflichtet für den finanziellen für die Unterhaltung seiner Kinder, Mädchen und Jungs. Ist er Sohn, dann ist er dazu verpflichtet, für seine Eltern zu sorgen, wenn sie das benötigen, wenn sie abhängig sind. Das heißt, so betrachtet als Ganzes, ist da irgendein Problem, dass die Frau manchmal ein bisschen weniger bekommt? Warum bekommt sie ein bisschen weniger? Wir beachten hier die ganzen Umstände. Wir beachten die Verteilung der Pflichten auf die Gesellschaft. Und da die Verpflichtungen der Frau, die finanziellen Verpflichtungen, geringer sind, wurde sie in mancherlei Hinsicht etwas geringer vergütet als der Mann. Und deswegen
die Frau mit dem Mann in jeder Situation gleichzustellen, das wäre hier mehr als nur ungerecht. Das wäre Ungerechtigkeit, die Frau mit dem Mann hier gleichzustellen. Das geht vielleicht in anderen Gesellschaftsformen. In anderen Gesellschaftsformen möglich, in denen es egoistischer zugeht, kein Familienleben gibt, in denen die Eltern ihre Kinder loswerden wollen und die Kinder die Eltern, in denen es kaum funktionierende, auf lange Sicht verbleibende Ehen gibt. Da gibt es nämlich keinen Ehemann, der für seine Ehefrau sorgen muss und keine Ehefrau, die von ihm abhängig ist. Wo es das nicht gibt, wo die Partner beim Bäcker ihre Brötchen jeder für sich bezahlt und wenn sie im Supermarkt stehen, trennen sie ihre Ware und im Kühlschrank haben, hat jeder seinen eigenen Platz, das ist meins und das ist deins. Ja, da, wo die so leben, mäschi mumkin. Aber in der ideellen islamischen Gesellschaft, in dem Familiensystem, wie es der Islam vorzeigt, da geht sowas nicht. Und da wäre so etwas mehr als nur ungerecht. Und übrigens ist hier noch eine andere Sache. Und zwar, stellt sich die Frage, warum laufen einige von uns rot an und schämen sich zu Boden, wenn derartige Fragen gestellt werden oder wenn sie mit derartigen Einwänden zusammenstoßen. Er schämt sich und wird rot und schaut auf den Boden und aber, dann kommt das aber, aber. Warum musst du dich überhaupt dafür schämen? Was gibt es dafür einen Grund, dich hierfür zu schämen? Ich sage euch warum. Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Khutbah da wart. Ich habe in der letzten Khutbah über dominante Wertesysteme, Weltansichten und Leitkulturen gesprochen. Genau das ist das Problem. Es gibt eine dominante, vorherrschende Denkrichtung, Werte und Weltansichten, die dominant sind. Und wir leben auch unter dieser dominanten Weltansicht. Und wenn der Schwache, der Kleine, der Einzelgänger dann mit dieser dominanten Weltansicht in Konflikt gerät, dann zieht er schnell den Kürzeren und knickt ein. Aber die interessante Frage ist, das ist jetzt die wichtige Frage, ist es irgendwie bewiesen, dass absolute Gleichstellung, ich rede nicht von Gleichberechtigung, ich rede von Gleichstellung, absolute Gleichstellung der Frau mit dem Mann in jeder Hinsicht. Kann man das beweisen, dass es richtig ist oder nicht? Kannst du das im Labor prüfen? Kannst du das irgendwie empirisch beweisen? Das geht nicht. Warum müssen wir uns dann schämen, wenn das bei uns nicht immer so ist? Es ist wieder dieser Druck. Es ist der soziale, gesellschaftliche Druck. Nichts anderes. Ansonsten, rein logisch betrachtet und philosophisch, die Gleichstellung kann nicht als Maßstab für Gerechtigkeit genommen werden. Geht nicht. Denn stell dir mal vor, bis heute trennt man noch die Sportveranstaltungen, Turniere von Mann und Frau. Warum macht man das? Hat die Frau nicht auch, ist es nicht gleich, ja, eine Gleichberechtigung, Gleichsetzung, dass Frauen gegen Männer auftreten können? Warum wird das nicht gemacht? Weil es nicht gerecht wäre. Warum wäre es nicht gerecht? Weil der Mann einfach vom körperlichen Bau her, ja, er hat einen stärkeren Körper. Also wäre es nicht gerecht. Es wäre nicht gerecht. Stell dir mal vor, der Arme müsste die gleiche Summe an Steuern zahlen, die auch der Reiche zahlen muss. Wäre das gerecht? Das wäre nicht gerecht. Das heißt, Maßstab der Gerechtigkeit ist nicht die Gleichstellung, sondern die Beachtung der Unterschiede, die Unterschiede mit einzubeziehen in den Urteilen, das ist Gerechtigkeit. Was schließen wir daraus? Und ich mache jetzt gleich Schluss. Wir schließen daraus, dass diverse Einstellungen, diverse Einsichten, die wir heute haben, nicht aus Wissenschaft oder sonst was entspringen. Es sind Resultate von
Weltanschauungen. Es sind Resultate von Philosophie. Es sind Resultate von Kultur und Gewohnheiten. Und wir können, es gibt nichts, das uns dazu zwingt, diese anzunehmen. Wir haben eigene Weltansichten, aus der resultieren diverse Resultate. Wir haben eigene Kulturen, wir haben eigene Vorstellungen, wir haben unsere eigene Lebensphilosophie.